So, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Fishing Barren Sea Let's Play mit meiner Wenigkeit. Es ist schön, wir schippern und schippern und schippern weiterhin hier übers Meer. Hauen unsere Netze raus mit unserem neuen, coolen Boot. Ne, klassisch. Und bewegen uns jetzt auch einmal ganz smart hier hin. Denn hier wird dann gleich in, also gleich im Sinne von in 3 Stunden, ungefähr die erste Linie auch schon fertig werden. Jetzt sind wir ja schon mal im grünen Rahmen, was schon mal gut ist. Ja, aber reicht halt leider Gottes noch nicht so richtig aus. Wir brauchen, genau, wir brauchen dieses Anfangsblau. Auch wenn das immer noch nicht so 100% perfekt ist, aber ne, so sieht das Wasser doch schön aus, oder? Auch wenn das immer noch nicht so 100% perfekt ist, aber es ist schon besser wie nichts. So, dann jetzt kommt es drauf an. Wir brauchen ihn hier und sie da. Ah, man kann jetzt hier nämlich schon richtig viele Crewmitglieder einstellen. Deswegen, ich bin gespannt. Sie sind alle auf ihren Positionen, hoffe ich zumindest mal. Minus 0,2 Stunden, minus 0,2 Stunden. Ich habe keine Ahnung, was sie da von mir wollen. Das ist natürlich hier ein bisschen was anderes mit dem Schiff. Zumal das Ding so dermaßen träge ist. Also wirklich so dermaßen träge. Mal gerade mal gucken. Wo war denn jetzt hier? So. Bin natürlich schon schön falsch reingefahren. Klassisch. Boah, das ist übelst träge. Also da müssen wir uns echt erst dran gewöhnen. Eieieiei. Dann nehmen wir jetzt hier schon mal ein bisschen Leistung raus. Gott sei Dank ist es orange hellblau. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So, hey, ich gebe jetzt hier schon Vollgas. Und wie weit der noch nach hinten joghurt, das ist Wahnsinn. So, sind aber alle hier an Bord, die da so da sein sollen. Ah, gut. Dass sie ihrer Arbeit hier nachgehen können. So, ich setze dann mal hier rein. Sind aber immer noch im Road-Bereich. Was einfach daran liegt, weil ich zu blöd bin, diese Linie zu fahren. Beziehungsweise ich zu blöd bin, das Ende dieser Linie zu sehen. Bin ich jetzt echt. Wartet mal. Kann richtig zu blöd sein. Da richtig ranzufahren, ja. Also nochmal Gas geben hier. Was haben wir denn von diesen 9K schon? Ach du Heimatland. Hier wird der Sprit ein bisschen teurer. Klassisch. Machen das mal hier aus. So. Oh, hier mal ein bisschen langsamer. Oder brauche ich 2 Personen, um den Fisch? Weil das haut eigentlich schon fast hin. Ich habe fast das Gefühl, ich brauche 2 Mann dafür. Ja, ich brauche in der Tat 2 Mann dafür. Na, die machen das jetzt allein, oder wie? Okay. Fracht voll. Das ist schön. Weil ich sitze jetzt hier oben, das ist schön. Aber komme ich dann, komme ich hier eigentlich runter? Dieses schöne Schiff hier, soll ich es begutachten? Komme ich da überhaupt runter? Oder kann ich das jetzt nur noch manueller machen? Oder geht
jetzt da drin runter? Ja. Hä? Muss doch einen Weg nach unten gehen. Irgendwie, oh, wurde der irgendwie vergessen. Ja, okay, gut. Wir haben 12.000. Alles klar. Jetzt ist es aber halt so, jetzt brauche ich einen hier, der das machen kann, und eine, die stapelt. Der macht das dort. Ah ja. Und wir tuckern dann dementsprechend schon mal in den Hafen hinein, würde ich jetzt mal behaupten. Kern ist zu erschöpft und zu arbeiten. Okay. Plus eine Stunde. Ja, die soll immer weiter hier arbeiten. Minus 1,5 Stunden, weil wir können ja jetzt ja schlecht Dings machen, würde ich mal fast behaupten. Ja, schlecht aufhören. Wir brauchen einfach, sagen wir mal so, wir sagen mal so, wie es ist. Wir brauchen einfach mehr Crewmitglieder. Gestapelter Fisch ausgenommen 2000 Kilo, ausgenommener Fisch 5000 Kilo und Dingsfisch. Ja gut, wir, der arbeitet das ja hier schon mal richtig gut schnell ab. Die Stabilise, die wir hier haben, die ist halt leider Gottes nicht die schnellste. Und das wird, macht uns gerade hier richtig hart Probleme. Zumal brauchen wir einfach bessere Crewmitglieder. Ja, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5... Also ich hab... Nee, ich hab ja noch... Wie viele Crewmitglieder kann ich haben? 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm? Wenn ich 7 Mitglieder habe und jeder von denen frisst, ja, jetzt mal schätzungsweise 5% vom Leib, muss ich über die Hälfte meiner Gewinne an meine Crew rausrücken. Das ist, ich weiß nicht, nicht gut, sagen wir es mal so. Nimmt 400 Fische die Stunde aus. Ich sag mal so, ne, das ist nicht viel. Es ist gar nicht viel. Also 400 Fische die Stunde? Da bin ich doch schneller dran, wenn ich das manuell mache. Oder täusche ich mich da jetzt? Wir bleiben jetzt einfach mal kurz an hier stehen. Möchtest du am Hafen anlegen? Nein. Ich möchte erstmal hier. Erstmal hier bremsen! Gut. Das ist jetzt, ganz ehrlich, das ist mehr als suboptimal gerade. Das ist jetzt wirklich, also wenn die das alles so machen, wie sie es machen, ist das echt suboptimal. Zumal ich aktuell nicht so wirklich verstehe, weil ich würde ja gern selber mit anpacken. Na, also selber machen, aber... Entweder wird mir das gerade verwehrt oder... Oh. So, Mahlzeit. Kann ich den stapeln oder wird das hier gestapelt? Oder ne, ich glaube, die ist ja hier neu gegangen. Da komme ich leider Gottes auch nicht ran. Oh, jetzt wird es aber gerade mal finster. Ich kann halt auch nicht an der Maschine hier mit denen zusammentuckern. Ja, das finde ich eher suboptimal, muss ich gestehen. Weil ich will ja logischerweise auch selber noch was machen, um jetzt nicht hier alles über die Bots oder über die Crew abarbeiten lassen. So, hat er jetzt bald mal. Wie sieht es jetzt hier bei der aus? Plus eine Stunde, hurra. Er sind halt minus 0,5 Stunden. Er hat noch 300 Kilo, die da jetzt so langsam hier ausnimmt. 5 Kilo haben wir frei.
Unsere Laien, ja, noch sind sie okay. Aber es ist natürlich nicht so geil. Ich meine, dass wir das Maschinelle ausnehmen, ist der halt gut, ne? Gut, jetzt setzen wir den hier rein und jetzt setzen wir die hier rein. Muss ich da jetzt mal ein bisschen Remi Demi machen? Ich gucke jetzt noch mal an die Dings. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich die selber schneide, bin ich schneller. So, jetzt mal tut. Also, das kann mir gerne erzählen, dass das jetzt eine schnellere Methode ist. Mal 400 Fische. Die Stunde, das ist, ich weiß auch nicht, kommt mir um einiges langsamer vor. Und auch das Stapeln, ne? Wir haben jetzt schon minus 1,5 Stunden, minus 1,5 Stunden. Also sprich, die brechen mir hier jetzt eh gleich weg. Und ich habe gerade mal 3700 Kilo zum Verkaufen. Das ist, nicht so gut, sagen wir es mal so. Das ist echt nicht so gut. Zumal die Auslauf von denen ist ja noch ergiebiger als wie von der Ollen. Ho, 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 ho. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Muss ich erst mal überlegen, ne? Das ist jetzt echt nicht so der. Also, wir gehen gerne mal hier ran. Fische können ja nicht. Was? Einige Fische können nicht verkauft werden, dass sie noch nicht gestapelt wurden, ne? Das ist richtig. Aber wir verkaufen jetzt auch. Ne, warte mal, lass mal los. Jawohl, minus 1, das ist ja in Ordnung. Also er hat die bessere. Also der ist gut, die hat halt in allen anderen relativ mehr zu bieten. Aber die sind halt echt nicht gut, ne? Also der nimmt 350 aus, die nimmt 164. Also man merkt schon, die macht schon ein bisschen mehr wie er. Aber die sind halt auch beide einfach nur am Hintern. Deswegen sollen die sich jetzt erstmal ausruhen. Ja, verkaufen wir das Ganze, das ist schon mal 106.000. Aber wir brauchen unbedingt Crewmitglieder. Aber unbedingt. Da kommen wir denn diesen zwei Crewmitgliedern hier gar nicht weit. Wenn ich sehe, was ich hier an Sprit bezahlen muss, wird es mir auch schlecht. Nimmt Fische automatisch bis zu 10-mal schneller aus als manuell. Ich meine, der Vorteil ist, wir haben hier, denke ich mal, nur gute Ware. Aber das ist dieser Tiefkühler. Dieser Tiefkühler braucht halt auch extra Kohle. Weil das Ding ist ja jetzt auch, wir haben Schiffe vor allen Dingen. Wir haben hier Fische an Bord. Wir haben hier Fische an Bord. Die sind teilweise schon. Ja. Ne? Die verlieren ja auch an Wert, leider Gottes. Das ist nämlich ja auch das ganz, ganz große Problem. Deswegen ist es halt echt so die Sache. Wie wir das jetzt hier am dümmsten machen. Puh, die machen wir hier echt Probleme, du. Das ist nämlich eigentlich nicht so geplant. Wir haben hier oben diesen Ankerfjord, hätten wir noch zur Not einen Hafen. Aber ansonsten, ui, 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 ui. Das bringt meine ganze Planung nämlich komplett auseinander. Aber komplett auseinander. Also das ist halt echt nicht so geplant. Man, bis jetzt bin ich gewohnt raus, rein, also raus, Fische rein und dann verkaufen. Jetzt ist das aber ja so ein anderes Ding geworden. Sag mal, die sind im Stapeln beide solche Ulos. Die kann halt gut kochen, ja.
Aber das war's dann auch schon. Ich brauche aber jetzt in dem Sinne eigentlich keine Köchin. Sondern ich brauche fähiges Personal. Dass mir hier meine Netze nicht verrecken. Das ist nämlich das größere Problem an der Sache gerade. Wenn ich gucke, wie die Alte hier jedes Mal erschöpft ist, kriegst du Skatzen. Aber es sieht schon mal hier deutlich besser aus als gerade eben noch. Die ist jedes Mal erschöpft, Alter. Wahnsinn. Sind wir hier fertig? Ja, wir sind fertig. Gut. Du gehst hier hin. Also, ganz ehrlich, nicht falsch verstehen, aber die Alte müssen wir loswerden. Also, ich kann ja verstehen, wenn die Ausdauer niedrig ist, ne? Aber hier, im Vergleich zu Oleg, Hansen, ja, unser Hansen, kann der Hansen ja mehr wie die. Um Längen mehr. So, 181.000. Davon gebe ich alleine 13.000 an die ab. Und alleine die, die nicht kann, frisst mir 8.000 vom Leib. Das ist echt sehr suboptimal. Sehr, sehr suboptimal. Deswegen muss ich überlegen, wie ich das am dümmsten jetzt hier mache. Also wir haben jetzt hier sind wir alles losgeworden. Ich setze die jetzt mal hier als Dings ein, als Köchin. Ihn lasse ich noch ausruhen. Weil die hat jetzt schon wieder 0,5 Stunden. Ja, kocht eine Mahlzeit pro Stunde. Herzlichen Glückwunsch. Er ruht sich aus. Also wird echt, also ich denke mal, es wird ein bisschen komplizierter, beziehungsweise vielleicht auch nicht, wenn wir, wohl bemerkt, wenn wir fähiges Personal haben. Also jetzt zwar aktuell anzweifel, so. Weil die Leine ist jetzt schon wieder über den Tag draußen, sprich hier sind wir schon wieder hinfällig. Ich bin mir halt auch nicht so sicher, brauche ich die beiden, um das Netz einzuholen, oder reicht er da? Weil er kann ja Netz einholen, ist er jetzt auch nicht so der Prallste, da ist die halt besser. Also machen wir langsam. Ich schieb ihn jetzt langsam, habe ich gesagt, langsam. So, ich schiebe jetzt beispielsweise mal sie hier hin. Jetzt schiebe ich ihn hier hin. Und schon läuft das halt automatisch. Ne? Also doch, wir brauchen das jetzt wieder. Also entweder mache ich es noch mit manuell. Oder eben auch nicht, je nachdem. Nein, die machen das jetzt hier. Das ist ja alles schön und gut. Wir gucken mal kurz hier rein. Inaktiv. Gut. 1000 Kilo Pollack, 1000 Kilo Schnell. Also, das passt also. Okay. Gut, jetzt haben wir wieder 10.000 Kilo Fisch drin. Jetzt muss er hier ran und sie hier ran. Und ich kann währenddessen, weil wir haben nichts frei, oder? Haben wir freie Kapazitäten? Ja doch, 3 Tonnen haben wir frei. Hurra. 3 ganze Tonnen. Das bringt uns, denke ich mal, auf dem Weg eigentlich gar nichts, würde ich mal fast behaupten. 3 Tonnen, das ist blau. Das kriegen wir so oder so nicht hin. Wir löschen mal kurz an. Ich gehe mal kurz hier. Ja, Karen ist erschöpft. Auf die Alte richte ich mich so dermaßen auf, hab's doch schon mal gesagt. So, ran mit dir.
ey, wir fahren nicht mal ein Kilometer fahren wir und die Alte ist schon wieder erschöpft. Ich krieg da die Krise. Also ohne Witz, ich krieg da die Krise. Was ist mit der? Digga, was ist mit dir? Arme Nakoi. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Ist jetzt mal mit Fressen fertig? So, ran hier. Und du auch. Ich meine, hier, ihn kann ich ja noch verstehen. So, hier, zack, Burger. Burger. Gut, Burger will er nicht, also arbeiten. Aber trotzdem, wir machen mal kurz hier eine Hafenrundfahrt, dass wir hier überhaupt irgendwie was hinbekommen, whatever. Ja, ist schon wieder erschöpft. Ne? Der Typ, der arbeitet durch. Also wirklich die ganze Zeit. Und die kriegt hier in subtropischen. Ich weiß es nicht. Problematisch ist das halt echt für unsere Line, die wir hier draußen haben. Also das war definitiv eine Geldverschwendung, die einzustellen. Ach, ist die schon wieder erschöpft, Alter. Da kriegst du echt eine Macke, ne? Der nimmt hier weiter aus und weiter aus und weiter aus. Und die, ach ne, kann nicht mehr meine Fingernägel. Irgendwas blockiert die Schnellreisemöglichkeit, ja. Hm. So, ist die jetzt hier beruhigt oder ist die jetzt hier beruhigt oder dass wir mal weitermachen? Hoppala, dass wir mal hier weitermachen können oder was? Irgendwas blockiert, yep, das ist richtig. Irgendwas blockiert, das ist auch wieder richtig. So. Sag mal. So, ist jetzt alles ausgenommen. Wahnsinn. Alter Schwede. Also wie oft hat die jetzt Pause gemacht? Minimal viel, oder? Okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir noch irgendwie die letzten zwei Dinger da reinkriegen. 224.000. Das ist im Vergleich halt auch nicht viel, was einfach daran liegt, was wir viel länger brauchen. Beziehungsweise, gut, das waren jetzt in 9 Tonnen. Ja, doch. Eigentlich schon, dadurch, dass die Qualität relativ gut ist. Na gut, meine Freunde, wir schauen mal. Nächster Part, Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, haut rein. Peace and out.